Wir sind online, okay, gut. Bolo der Trimax hier, die Rollertour startet jetzt. Groß angekündigt, du kannst einmal drum rumfilmen. Der Streaming-Rucksack ist da, er funktioniert. Wir kommen pro Akku so 30, 40 Kilometer weit, müssen dann irgendwie 4 Stunden laden. Am 14.09., also der Schobels vorne Geburtstag, bis dahin müssen wir damit durch sein. Es ist jetzt gleich 20 Uhr, bisschen spät angefangen, das wird ultra geil. Es wird ultra geil. Einmal bitte zu Chef Strobel. Zeig einmal bitte auf, das ist das Geilste. Einfach der Tank. Zeig von vorne. Okay. Du siehst aus wie der größte Oger. Das ist geil. So nice einfach. Wir sind jetzt hier gerade an der Elf hier, die kannst du auch mal filmen. Junge. Du bist noch nicht so ein guter Kameramann. Nee, mein Bruder muss den, mein Bruder hat den Rucksack reinkommen. Roller von Evectro. Dickes, fettes Danke. Ein Roller kostet bis zu über 5.000. Die haben uns jetzt 6 Stück zur Verfügung gestellt. Auch hier den Tank, den Chef Strobel fährt. Kannst du noch mal filmen? Ja, perfekt. Du bist der Kameramann. Ich hab gesagt, Chef Strobel noch mal filmen. Chef Strobel, zeig dich noch mal. Ich bin's, Tim. Ich fahr den Tank. Okay, so, hier, aufgepasst. Wir werden noch ein Gewinnspiel machen. Ihr könnt so einen Roller gewinnen. Den könnt ihr dann einen Monat lang kostenlos fahren. Alle Infos dazu kommen noch. Und wenn ihr in einen Elektro-Store geht, in Hamburg oder Berlin, ne falsch, Hamburg oder Bremen, könnt ihr sagen, yo, wir kommen von Trimax, dann kriegt ihr 10% auf eure Kuchen. Mega nice. Wir müssen nochmal das Team vorstellen. Team nochmal vorstellen. Hier haben wir einmal Henki, der hat nichts dabei außer eine Jacke. Aber die ist warm. Die ist warm und ein Trainingsanzug. Henki kennt ihr. So. Dann haben wir Rumatra, der Techniker. Der Techniker. Der ist für die ganzen Akkus und Ladungen und der studiert Luft- und Raumfahrt. Oh, muss noch in die Kamera gucken. Ja, sorry. Der studiert Luft- und Raumfahrttechnik und ist für die Akkus zuständig und für die ganzen Stromschaltkreise. Dann haben wir Fixman. Moin! Der bringt die gewisse Würze. So ist es. Dann haben wir Chef Strobel, den Tank. Und der ist einfach nur dafür zuständig, Sachen zu transportieren. Du bist nur dabei, um Sachen zu transportieren. Die einfach an nicht fahren muss, Alter. Guck, das war von der Seite. Du musst einfach von der Seite, Niki. Komm von der Seite. Du wirst sofort von der Polizei angehalten. Weil er kennt den Roller gar nicht mehr. Guck mal hier, da vorne, er streamt sogar. Zeig das mal, wie er streamt. Hat er festgeklebt. Leute. Zeig das Tape. Ich hab das mit Tape festgemacht, dass wir safe sind. Ich muss kurz gucken, ob mein Dings lädt. So, dann haben wir noch Jofi, der macht mit meinem Bruder zusammen. Ich film dich mal. Jo, ich bin der Bruder. Ich bin der Kameramann. Der macht Kameramann und Jofi den Kameramann-Fahrer. Ja, Mann. Okay, lass uns starten. Kommt schon. Let's go. Ach so, das große Problem, was ich noch sagen wollte. Der ganze Streaming-Rucksack funktioniert. Der Akku vom Streaming-Rucksack selber hat 3 Stunden Laufzeit. Bis dahin ist es ja eh stockfinster. Von dann müssen wir mit dem Handy ausstreamen. Die Powerbank mit dem DC-In und Out, die ist unterwegs. Die kommt heute Nacht an. What the fuck? Die wird dann vollgeladen und die bringt uns dann Alex, also Insane, den Streamer kennt ihr ja auch, bringt die uns dann noch vorbei, da wo wir gerade sind. Und dann können wir fast den ganzen Tag mit der Kamera durchstreamen. Das wird so geil einfach. Wir haben es einfach, wir sind ultra verplant. Wir wissen, wir haben kein Essen, wir haben kein Trinken, weil wir die Rucksäcke sind voll. Wir haben so viele Sachen. Es ist alles mies geplant, aber wir müssen jetzt los. Let's go. Die Roller können deutlich schneller fahren, aber wir wollen den ruhigen machen. So mit 25, 30 km/h, dass man reden kann, nicht so viel Fahrtwind hat, dass das ganz locker wird. Rumatra hat das einzige Ding, was man nur mit einem Motorradführerschein kriegt, der kann irgendwie 80 fahren. Da ist er. Im Notfall ist er in 2 Minuten zurück in Hamburg. Das ist richtig. Okay, dann zeig mal, was ist gut, schnell. Fahr mal ruhig. Guck dir meinen Wendekreis an. Der ist so schnittig. Wie viel der gute Wenderadius für ein Motorrad? Einfach ein LKW, hab ich gedacht. Go. Ab zum Penny. Ich muss doch hier schon rauf. Ey Leute, nehmt ihr mich noch mit? Jo, ich bin hier. Ich werde einfach zurückgelassen. Ready, let's go. Dankeschön. Wir haben sie da vorne. Ja, einfach hinfahren. Dein Licht ist aus, Chef Strobel. Jo, wir haben den ersten Roller verloren. First man down. Ja, ich hab's dann gemacht. Mach mal aus und an. Aus und an? Das geht immer. Wir sind eine Minute gefahren und haben das erste technische Problem. Moin. Er hat einen Blitz auf dem Helm, weil er so schnell ist. Ich finde das witzig. Chef Strobel kann nicht mehr mitfahren. Roller ausmachen. Strom sparen. Wir brauchen Strom sparen. Roller ausmachen, Strom sparen. Absteigen. So. Wir sind 25 Meter weit. Wie geht's hier? Mach mal den Strom da unten aus. Ganz. Hab ich schon. Und jetzt wieder komplett die Batterie. Ah. Das Ding startet. Das geht nicht. Martha, wir haben nicht dabei. Und Licht geht jetzt an. Scheiße. Und wenn du Fernlicht gedrückt hältst die ganze Zeit? Das ist ja, guck, kommt auch nichts. Also der Tank hat ausgetankt.
Wir können euch was ist passiert. Wann? Ja. Dann jetzt sind gerade eben. Bei den Hubeln fahren, beim Hubelfahren. Okay, also einmal Akku komplett vom Strom nehmen und dann wieder anschalten. Das habe ich gemacht. Hat er gemacht. Hat er gerade gemacht, sagt er. Und hast du auch den Knopf mit rechts, Rumatra? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Rumatra! Jesus! Jesus höchstpersönlich! Ey, das ist einfach so, hab ich den PC schon mal neu gestartet? Jesus! Ich bin es! Wow! Alles klar, danke! Haben den schon mal neu gestartet? Danke, schön! Rumatra! Ach du Scheiße! Rumatra ist ein scheiß Techniker! 50 Subgifts für Rumatra! Nee! Hat wir ein paar Subgifts? Nee! Ihr lasst jetzt mal das mit den Subgifts! Ich hab gesagt, nimm den einmal vom Strom und schließ ihn wieder an! Hat er nicht gemacht! Doch, hab ich gemacht! Ja, voll, völlig vom Strom! Los geht's! Wollten wir nicht gerade nicht auf Pflastersteine fahren? Ja. Nein, ich hab das direkt gemacht! Ja, aber warum denn immer wieder? Ja, denke ich. Wieso fahren wir dann auf den Knopf? Ja. Mach mal wieder aus unten. Mach mal den Stream jetzt aus. Das ist doch voll. Stream, da hinten ist die Elfi. Da hinten, man sieht einfach die Elfi noch. Ach nö. Wie viele Zuschauer sind da eigentlich die ganze Zeit? 39.000. 39.000 sind alle die zugucken, wie wir ein Licht machen. Ja. Da, hier. Nee, hier jetzt gerade. Ja, ich fahr jetzt mal, guck mal, ich fahr jetzt mal bis da vorne und guck mal, ob es da ausgeht. Beides, ich, oh, komm schon, come on! Ja? Nee, es passt. Nein! Es ist so sad, es ist so sad. Ich schwör, ich lieb wir schaffen es nicht ohne den Tank. Guck mal, was da alles drauf ist, das kann man nicht zwischen die Beine nehmen. Wer soll das denn zwischen die Beine nehmen? Ja, die fiebern total mit, die sagen, es ist irgendwie auch lustig und spannend, aber die... Ich will es einfach schaffen, wir wollen los, es ist jetzt zu dunkel. Wir sind nicht losgefahren, es ist dunkel. Wir wollten vor 4 Stunden los. Wird eine Nachtfahrt. Auch nicht schlecht. Der Schuh macht einen Test, Film den Test, was machst du? Der Test. Ist wieder aus? Nee, ist an. Nein, ist an. Chef Strobel, lass das Fernlicht an. Fernlicht. Lass das Fernlicht an. Chef Strobel, lass das Fernlicht an. Es sieht gut aus. An, ja! Und aus. Du machst den Roller jetzt nie wieder aus. Nie wieder ausmachen. Aber was ist, wenn wir es jetzt vom Laden entfernen? Dann sind wir gefickt. Na, wir Stress? Ja. Sie freuen sich total, dass wir Stress haben. Die Wichser. Hell's Angels, schreibt einer. Ja, bitte mal den Chat vorlesen. Ja, auf jeden Fall. Das kriegen wir noch besser hin im Laufe des Tages. Wie machen wir das jetzt, Leute? Was sagen die Zuschauer? Wir kommen nicht los. Ja, die lachen alle nur. So assi, ihr seid total assi. Okay, lass uns das aufteilen, wie wir das machen. Ey, das ist ich. Das Zelt ist derbe schwer. Du kannst dir mal... Zeig dir den Sponsor, zeig dir den Laden. Oh ja, hier, Vectro, Hafen. Ey, guck mal, Leute, die haben schon seit 2,5 Stunden Feierabend, aber die kommen jetzt extra nochmal wieder und geben uns einen neuen Roller. Der Roller von der Schule funktioniert, nur die Lichtanlage, das ist irgendein Wackelkontakt, sau ärgerlich. Als wir vorhin alles getestet haben, hat alles funktioniert und jetzt geht einfach das Licht aus. Jetzt kriegen wir einen anderen, jetzt müssen wir den Tank abgeben. Dann verlieren wir aber natürlich den ganzen Stauraum, was vorne und hinten ist, müssen wir irgendwie mitnehmen. Der Rucksack, der vorne ist, den muss sich jemand auf die Brust schnallen. Brustschnallen. So, ich würde mich sogar opfern und das 6 Kilo schwere Zelt zwischen die Beine nehmen. Das ist echt geopfert. Ich habe schon den schwersten Rucksack. Das ist ein 4-Mann-Zelt. Ich habe den ganzen Social-Stuff, den ganzen Allgemein-Stuff für das Team habe ich bei mir im Rucksack. Niki, das bräuchten wir einmal. Niki, jetzt was Lustiges passiert. Hier. Wir müssen den Roller abgeben und der Strobels Halterung ist fest am Roller und die kriegt er jetzt nicht ab. Wir brauchen ein Messer oder so. Der Strobel hat seine Halterung verloren. Was hast du dir dabei gedacht? Hä, dass sie nicht abkracht. Aber? Aber ich kann nicht wissen, dass der Tank abkracht. Ja, halt Scheiße. Weise Worte. Ein Wasser, du hast ein Wasser bekommen. Nur ich krieg ein kaltes Wasser. Was? Ja, was wollt ihr denn jetzt? Ihr wollt jetzt alle... Das ist so assi. Die kommen jetzt 2-3 Stunden nach Feierabend extra hierher. Dann können wir nicht in eine Trinkpause machen. Doppelpunkt Snake, Doppelpunkt im Chat. Boah, wir sind echt schon 50 Kilometer gefahren. Jetzt erstmal ein Wasser. Ihr habt gesagt, soll man so dick anziehen. Es ist so heiß. Ich hab seit einem halben Jahr keine lange Hose getragen. Da ist kein Tape. Ich sehe kein Tape. Das ist... Jo, Rumatra, hast du hier schon getaped? Wer hat gesagt, dass das passt? Niemand hat getaped. Niki, die ist fest, die hat Schnallen. Man sieht dein Gesicht nicht mehr. Ja, das ist Schwachsinn. Ich kann die Tasche nicht nehmen. Siehst du das nicht? Rumatra, wir brauchen dich. Das geht, mach doch einfach ein bisschen enger. Was? Ja, ein bisschen enger. Guck mich mal an. Ja, das ist echt nicht möglich. Niemand anderes kann diese Tasche. Du musst jetzt leider mal... Oder zwischen die Beine. Zwischen die Beine. Bei Max zwischen die Beine geht. Mach sie nochmal schnell ab. Er sagt, das geht. Habt ihr mich gesehen? Was sagten die Zuschauer, ob das geht? Ha, 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 ha.
wie er aussieht, wie er aussieht, hahaha, haha, wie Max sitzt, Michelin-Männchen, oh mein Gott, lul. Ja, die Zuschauer rasten auch aus, also Tasche war falsch. Das ist doch viel geiler, leck mich. Mach das. Aber du siehst jetzt auch so gar nicht so viel besser aus. Oh, das ist recht. Ja, ich hab recht. Willst du noch was sagen vor der Fahrt? Gute Fahrt. Willst du noch was sagen vor der Fahrt? Gute Fahrt. Willst du noch was vor der Fahrt sagen? Let's go. Was vor der Fahrt? Ich vermisse den Tank. Big Spin, was vor der Fahrt? Ich habe richtig hart Bock. Ich will jetzt einfach mal einen Kilometer weiter. Ein Kilometer wäre schon krass, wenn wir einen Kilometer kommen. Die warten einfach nie auf uns. Immer die Kamera wird zurückgelassen. Immer die Kamera. Immer der größte, komischste. Rot, das ist rot! Rot. Nein, er ist nicht richtig über Rot gefahren. Nein. Er ist jetzt Fußgänger. Twitch.tv, Rumatra-Bahn bitte. Einmal bitte Rumatra-Bahn. Ey, der Tank ist weg. Der Tank. Ich vermisse dich. Guck mal, wie jetzt ist aus. Scheiße. Guck mal, wie scheiße du aussiehst, Chef Strobel. Der Tank ist so geil. Guck mal, wie beschissen du jetzt. Ja. Ich hab einen 90 Liter Rucksack, ich hab den ganzen Allgemeinstuff dabei. Wieso sagt ihr die ganze Zeit den Allgemeinstuff? Wir haben nichts zu essen dabei, wir haben nichts zu trinken dabei. Was hast du da drin, Max? Eine Axt. Ready up. Go. Wow. Wer zu schnell fährt, der macht höchstens 30 km/h. Matra kann bis zu 80 fahren, der hat so ein Motorradding, das hat die mit Ultra Power. Aber wer mehr als 30 km/h fährt, der kriegt dann abgestiegen und nicht damit rechnet, der Helm poppt. Das ist ein unfassbar heftiger Schlag mit der flachen Hand auf den Helm. Und Matra kriegt jetzt schon 3 und er weiß davon noch nicht. er denkt, das ist ein Witz, dass er Helm poppen kriegt, aber der Fuß wird so zu ihm einschlagen. Wenn du fährst zu langsam, dafür gibt's auch eine Helmbombe. Ja, 25 bis 30, du machst 11. Er versucht schneller zu fahren und hupt aus Versehen. Dix ist an die Roller gefahren. Junge, du hupst. Chef Strobel musste den Tank abgeben und er hat jetzt, sie hatten keine Bikes mehr da, jetzt hat Chef Strobel einen Frauenroller bekommen. Aber der hat weniger Reichweite und ist ganz klein und nur für leichte Menschen. Aber er sagt ihnen, dass er einen Frauenroller hat, okay? Dann ärgert er sich und will wechseln, okay? Bixby ist hinter uns. Hinter uns? Digga, wir sind so zu groß. Bixby ist auch über 1,90. Wir sind alle, Jofi auch. Digga, wir sind alle über 1,90. Ich komm, guck mal hier. Ich komm, immer wenn ich eine Linkskurve fahre, komm ich mit der Hupe in mein Alter, die perfekte Größe. Das ist so schnell. Aber Chef Strobel hat das Frauending bekommen. Das ist doppelt so klein. Und er hat es noch nicht gemerkt. Er merkt einfach nicht. Er beschwert sich nicht mal. Jo, Leute, weiter geht's. Wir sollen herkommen. Oh, fahr weiter. Fuck, Alter, wir sind zu weit gefahren. Wir fahren einfach weg. Wir sind auf einer scheiß Autobahn, Alter. Wir sind auf einer fucking Autobahn. Das ist keine Autobahn. For real. Was, Alter? Was sind wir? Yo, Leute! Fuck, wo sind wir? Jofi fährt einfach weiter. Drehen. Ah, da ist ein kleiner Weg, den wir fahren können. Ja, das hat gut geklappt. Wir sind wieder auf einer normalen Straße. Jo, Leute. Rumatras Calls sind schuld gewesen. Das war echt Wir haben eine kleine Abkürzung nur genommen. Weiter geht's. Nee, lass egal. Stopp. Wieder nächste Pause. Alle langsam zurückgehen. Oh, die Loser. Oh, wie geil. Wo kommt der scheiß Laden her? Das Bimmeln ist so kacke geil. Das Bimmeln, ja. Gibst du damit an, nur im Sportmodus zu fahren? Ja, klappen auf und dann geht's rum. Flow, ey Leute, aufgepasst. Wir werden in den nächsten 3 bis 30 Minuten, weiter geht's, an unseren Zielort für diese Nacht aufschlagen. Voll reingefahren!
Was? Hast du es gesehen? Ich glaube, ich hab's sogar drauf. Ist es drauf? Ich glaube, ich hab's drauf. Ey, soll sofort klippen. Alle chillen, Max macht gerade seine Ansage und Bix wird übel würzig. Ich glaube schon. Ich glaube, alle lachen, alle lachen. Es tut mir leid. Was war das? Was war das? Ha, WTF, ha. Alle lachen, alle lachen. Er war im Sportmodus. Die Agilität dieses Rollers. Ich war tatsächlich etwas zu fix unterwegs. Sport Plus. Ja, schwierig. Sport Plus. Und dann ging es Kickdown und dann war das Ding auch schon hier irgendwie drin. Ja, die zieht echt gut an. Ach du Scheiße. Kann ich ein Bild machen? Leider nicht. Dann kommen ganz viele. Alter! Max hält uns auch hinten rein! Max hält uns auch hinten rein! Ach du Scheiße! Er macht genau das Gleiche! Ach du Scheiße! Achso, wir sind jetzt angekommen. Mega nice. Garage, Steckdosen, wir haben alles da. Können alles reinstellen, sehr gut. Der absolute Dream. Wir müssen auch keine Zelte aufbauen. Du kannst einmal den Wintergarten zeigen. Riesen Wintergarten. Warm hier drin. Wir sind doch schon ziemlich durchgefroren alle. Müssen nur Isomatten eigentlich aufbauen. Und können dann hier pennen heute Nacht. Unfassbar gut, wie das geklappt hat. Also ich glaube, wir werden jetzt noch wahrscheinlich öfter bei Zuschauern schlafen, aber das ist hier schon mal... Besser geht's nicht. Das ist schon Luxus noch am ersten Abend. Danach wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Hälfte des Zeugs nicht gebraucht. Die Axt, brauchen wir die Axt noch? Alle wollen das Zeltfinale. Das kriegt ihr morgen, das kriegt ihr morgen. Heute ist zu spät, ja. Hashtag Wintergartenfinale. Die Axt hat wirklich nicht mitgenommen? Wir haben die nicht eingekriegt. Nein, die Axt, RIP Axt. Ja, ich hab für 100 Euro eine Axt gekauft. Völlig useless. Wofür brauchst du eine Axt bei einer Rollertour? Ihr habt nicht auf alles gekriegt. Ich brauch unbedingt eine Axt. Die ist mega cool. Doch, ja. Aber warte mal. Ich hab Max gesagt, er soll so eine Travel-Axt mitnehmen. Das war so eine kleine. Okay. Was kauft er? So ein Ding, so richtig Bäume fällen. Ich sag, so eine Axt, so eine kleine Axt, vielleicht ein bisschen Holz zu schlagen. So eine Axt, Alter. Scheiße, Mann. Scheiße. Der Sauerstoff, der halt in deinem Blut nimmt ja auch ab, oder? Wo? Wenn man reinpustet. Erst aufladen. Alter. Die Nummer von Alex, mein Manager. Titan, Romat verschiebt. Du filmst mich jetzt hier mal. Ja, jetzt film ich dich. Ich hab das gesehen, der hat das im Laden gemacht. Das sah ultra einfach bei ihm aus. Du musst das jetzt nachmachen. Sind die gerade Gastvideos? Das ist total geil. Sehr geehrte Zuschauer. Ich hab's gut aufgenommen, muss ich auch sagen. Mach das. Du pustest in den Sack rein. Was machst du da? Wieso pustest du in den Sack? So funktioniert das. Oha, was? Alter, was? What? Das ist so ein... Okay, das ist Next Level. Seht ihr das bitte, Zuschauer, was er da macht? Hä? Er nimmt seinen Schlafsack, diesen Sack davon, also den Sack... Macht Luft rein. Und dann geht das einfach hier über so eine Überleitung in den... Ich hab die Matratze rein. Okay. Alter, was? Alter, ich muss nicht pusten. Welcome to the future. Ich mach hier einen Sack. Dann... Das tut ja gar nichts. Das hat nichts gebracht? So? Zieh dich einfach da, dass du mich interessant. Ja, ich finde das irgendwie auch cool. Das hat mich überzeugt. Alter. Wir pennen jetzt auch ganz schnell, dass wir ganz viel Energie sammeln für morgen. Weil wir haben heute unfassbar wenig Strecke geschafft. Morgen müssen wir ordentlich Gas geben. Morgen müssen wir halt viel fahren, aufladen und dann weiterfahren. Ja, wir müssen morgen mal einen richtigen Ladetag und Fahrtag. Mhm. Wir können auch, okay. Was ich mir überlegt habe, ist, wir fahren bis Mittag, bis Spätmittag und dann essen wir irgendwo richtig lecker. Und nehmen all unseren Scheiß mit ins Restaurant rein. Und dann chillen wir da einfach 3-4 Stunden. Also das ist doch ein guter Plan. Mega geil. Wir belagern das ganze Restaurant. Wir belagern das scheiß Restaurant. Scheiß auf Mindestabstand, ne? Ja. Und laden am Restaurant. Alles klar. Okay, wir sind raus, Leute. War mega geil heute und morgen ist noch geiler. Bis morgen.